Jetzt kommen wir zu den schöneren Sachen, die Spherix. Das ist nämlich genau das, was uns von der Natur seit Jahrmillionen auf der Erde gegeben wurde. Das ist eine wunderschöne Übersicht, ich habe es hier mal sortiert. Normalerweise sind diese sogenannten Impulsstrahlungsformen, die wir da so haben und auch vorführen könnten, wenn wir sie da hätten. Jetzt habe ich es doch vergessen. Ich hätte Ihnen gerne jetzt noch Spherix vorgetragen, aber vielleicht haben wir noch ein Hörbeispiel in der Präsentation. Ich hätte Ihnen ein kleines Gerätchen gezeigt, was ich nämlich hinten vorliegen habe, was ich schon seit geraumer Zeit plane, auf den Markt zu bringen, aber es ist alles nicht so einfach. Sie sehen hier, um es mal darzustellen für die etwas technisch Versierten, eine Darstellung des sogenannten Zeitsignales. Das heißt also, wie wenn Sie mit einer Tonbandmaschine die Sprache aufzeichnen, so habe ich praktisch hier das Spherix-Signal aufgezeichnet und habe die Intensität über die Zeit dargestellt. Das heißt, es beginnt hier drüben bei der Sekunde 0 und hier geht es rüber so einige Sekunden lang und dann kommen halt da so Impulse, die Sie gleich hören können und die sind mal stark, mal schwach und dann haben Sie mal die Figur, einen Impuls durchgehen, dann kommen so zwei Oberwellen dazu, drei, vier, fünf und dann kommt das gemischt, wenn man es sortiert. Bloß zeitlich gesehen treten diese Impulse hier, diese Arten von Impulsen, die die Natur bis zu uns hierher leitet, damit wir wissen, dass schlechtes oder gutes Wetter ist, das ist ein Durcheinander. Das heißt, das kommt mal der Impuls, dann der. Das ist ein komplett stochastischer Durcheinanderzustand, der da existiert, und zwar immer grundsätzlich durcheinander. Und dann genügt es, und das ist das Geniale von der Natur, im Vergleich zu den Menschen, die immer oder so weiter machen, dass so ab und zu mal ein paar Impulse mehr kommen pro Sekunde oder pro Minute. Ein kleines bisschen mehr mit einer Frequenzüberhöhung bei, sagen wir mal, 12 kHz oder bei 16 kHz. 12 kHz heißt zum Beispiel Föhnwetterlage, aggressiv sein. 16 kHz heißt müde, abgeschlagen sein und so weiter. Da haben wir die Überhöhung. Wer also mehr wissen will zu diesem Thema, ich habe also nicht nur eine wunderbare Studie dazu mitgebracht, die 2014 mit diesem Heftchen hier vollendet wurde. Es gibt ja auch genügend Hinweise schon in der Vergangenheit, im Netzjournal oder die Grundlagen dazu, auch hier das Buch, habe ich alles dabei, hinten vorrätig. Dann können Sie sich da schlau machen, wenn Sie wollen. Hier sehen Sie aber auch genau, wie ich das Thema generell sehe, dass wir uns hier zu solchen, mal vereinfacht dargestellt mit diesen technischen Feldern, ob nun breitbandig gesehen oder dass mal so Signale kommen von Militär, hier haben wir die GSM oder Decktelefon, WLAN-Geschichten, wie auch immer, die spucken da halt ganz partiell rein und etwas tiefer im Haus drinnen haben wir immer noch die Spherix. Deswegen sind sie ja drinnen wie draußen, wenn also hier jemand sitzt, der wetterfühlig ist, der kennt es ja. Ob sie nun drinnen sind oder draußen, ist egal. Wie gibt es das, dass sie drinnen genauso wetterfühlig sind wie draußen? Warum? Das heißt, da ist eine Information mit diesen Spherix übertragen worden, die, ich sag mal so Schlupflöcher oder so Fenster nützt, damit sie trotzdem noch mitkriegen, was da draußen abgeht, weil wir Menschen ja auch schon vor ein paar tausend Jahren in unseren Höhlen gelebt haben. Und dann haben wir uns daran gewöhnt, vielleicht auch mit etwas weniger Feldstärke klarzukommen und die Information abzugreifen. Also die Feldstärke alleine ist es nicht, sondern das Sammelsurium an, ich sag mal, modulierter Frequenzen und dergleichen, das macht's. Wie entstehen nun diese komischen Spherix? Ganz einfach. Sie haben irgendwo Gewitterwolken, gerade aktuell in unserem Breitengraden ist eine ganze Menge los. Blitzschlag hier, Blitzschlag da, das heißt allein schon die Intensitätsunterschiede von diesen Blitzen sind erheblichst. Das bedeutet, anders ausgedrückt, wir haben da eine ganze Menge an Breitbandigkeit zur Verfügung, was die Frequenzlage angeht, von ganz tiefen bis ganz hohen Frequenzen, aber auch Intensitätsvarianz.
und dass es dazu eine ganze Menge an Phänomenen, Wetterfühligkeit gibt, das brauche ich nicht erklären, das kennen Sie vielleicht teilweise selber. Und nach einer Studie von Professor Dr. Peter Höppe von der Münchner Rückversicherung ist es so, dass 54% aller Deutschen sich nach signifikanten epidemiologischen Ergebnissen als wetterfühlig einstufen. Ergebnis von 2002. Die Frage ist, ob es dabei geblieben ist. Und noch interessanter ist, dass die Meteorologie immer noch auf diese Sachen zurückgreift. Und noch witziger ist es, dass 2010 im Oktober und danach ein bekannter Balneologe gemeint hat, auch ein Professor im Ruhestand, wenn Sie wetterfühlig sind, dann können Sie sich an die Badewanne legen. Das ist das einzige Rezept, weil seine Studienergebnisse in Laborversuchen mit Luftfeuchte, Temperatur und so weiter keine Ergebnisse abgeworfen haben. Das bedeutet, wir müssen alles schön abnicken. Der Herr Professor sagt, Wetterfühligkeit gibt es nach seinen Ergebnissen nicht mehr, also ab in die Badewanne. Super, das ist Wissenschaft. Also, wie auch immer. Ja, ich habe es anders angepackt und jetzt hört man das Geknistere. Jetzt muss ich wieder ein bisschen das Ganze lauter machen. Blöderweise bitte ich dich jetzt kurz nochmal drum, fahre noch einmal zurück. Ja, wir hören Sie ein bisschen brummen, aber dieses Geschnatze, dieses Geknistere, das sind die Serex. Das ist genau dieses Geschnattere, bloß das macht es nicht so gleichmäßig wie ich, weil so schnell kann ich gar nicht meine Zunge bewegen und so durcheinander, wie das so abläuft. Und wir haben mit diesem Ergebnis, dass über Jahre hinweg eine Suche nach einem schönsten Schönwetterfeld getätigt wurde, haben wir also eine Studie gemacht mit einem sogenannten Handmeridian-Messgerät. Der liebe Adolf war so nett und hat schon ein Bildchen vorne weggezeigt. Ich fahre nochmal zurück kurz. Gehen wir zurück. Hier sehen Sie es, das ist also so ein Handteil. Ich bin also mit dem Schönwetterfeldgerät durch die Gegend gefahren. Mein Bruder hat mir gesagt, meinetwegen übermorgen kommt Föhnwetter auf. Dann fährst du bitte in die und die Region, da sind diese und jene Patienten und Wetterfühlige, die sich bei uns gemeldet haben mit Anamnesebogen, dann musst du die durchmessen. Ich bin also da dorthin gefahren, habe denen ein Schönwetterfeldgerät umgehängt und habe geschaut, ob das Schönwetterfeldgerät über die Messungen mit dem Handmeridian-Messgerät innerhalb von 5 Minuten hier umgehängt eine Veränderung bringt. An dem Organ werden 43 Stück, alles Mögliche, von Nebenhirn über Thymusdrüse, über Lunge, über was Sie wollen, die Milz, Ellenbogen, alles Mögliche. Also jede Menge, 43 unterschiedliche Organwerte. Und das Interessante war, dass sich was gezeigt hat. Das zeige ich hier mal zusammenfassend, eine grässliche Grafik. Aber wenn ich jetzt einfach nur sage, schauen Sie sich das unter der Maßgabe an, dass hier alle Versuche zusammengestellt wurden, einfach übereinander gelegt wurden, in Form der Ergebnisse, und nur ein AB-Vergleich gemacht wurde. Das heißt, die Vorhermessung mit der Nachhermessung mit diesem Schönwetterfeldgerät verglichen wurde. Und wenn eine positivierende Ergebnisqualität aufgezeichnet wurde, Bing, hat sich bei dem Probanden A gezeigt, so viel oder noch stärker hat sich was verbessert. Und das haben wir über riesige Excel-Tabellen und zehntausende Werte haben wir das ausgewertet, hat viel Zeit gebraucht und viel Hirnschmalz, das auszuwerten, sodass als Ergebnis nämlich schon was rauskommt, und zwar statistisch gehäuft ganz klar bestimmte Organwerte reagieren. Ob es nun die Thymusdrüse ist, ob es nun eine Pankreas ist, eine Nebenniere, die typischen Organe, die Stress zeigen, haben sich nach 5 Minuten Schönwetter schon gemeldet und haben gesagt, ach, mir geht es ein bisschen besser. Komisch. Seltsam. Also ganz offen gesagt, was wirkt jetzt besser, eine Badewanne oder das? Was ist Wissenschaft? Entschuldigung. Also, wie auch immer, ich will mich hier nicht als Heiligen der Wissenschaft hinstellen, sondern es geht mir darum, einfach saubere Wissenschaft zu betreiben, menschenwürdige Wissenschaft und nicht Wissen verhindern.
weil das ist nämlich das Gegenteil von Wissenschaft. Und wenn all das eben nicht mehr hilft, was dann? Das ist jetzt die große Frage. Das heißt also, es gibt ja Leute, um das mal begrifflich festzuhalten, die wetterfühlig sind, und dann gibt es welche, die elektrosensibel sind. Und das ist nicht irgend so eine Minderzahl, sondern die steigt stetig. Das ist nicht meine Erfindung, sondern das ist praktisch dann die Kante derer, die dann mit dem Wohnwagen nachts nur noch im Wald schlafen können, komischerweise im Wald drinnen. Erinnert mich an den Erstvortragenden, wo außen herum die Ergebnisse der gleichmäßig sich drehenden Teile am stärksten war. Es gibt nämlich die Hinweise, dass im Wald drinnen das sogenannte Waldsterben, der saure Regen, komischerweise weniger stark ist als am Rand. Wie geht denn das? Dass im Wald drinnen kein saurer Regen fällt und am Waldesrand schon? Ja? Geht nicht eigentlich. Weil wenn, dann müsste doch irgendeine Information von außen an den Wald heranknabbern. Und was ist denn das dann, was die Bäume sterben ist? Weil wenn drinnen die Bäume noch gut da sind und draußen nicht, was wird es dann da sein? Das ist eben der Wellensalat, den wir da reinspucken lassen. Und das kann man in allen möglichen Richtungen gut messen. Das bedeutet, wir haben eine, ich sag mal, eine Umwelt geschaffen, eine technische, die nicht nur uns Menschen, sag mal, meistens nichts antut, aber irgendwann vielleicht doch, oder im Sammelsurium an den zugenommenen umweltbedingten Stresseffekten etwas auslöst, was uns nicht gut tut. Und dann sagen die Oberschlauen, naja, das liegt sicherlich nicht an den technischen Feldern, wir können uns schlecht ernähren, wir haben den Stress und dies und jenes. Nee, alles zusammen bitte mal betrachten. Also wie gesagt, wenn all das dann nicht mehr hilft, unter dem Gesichtspunkt, jetzt schauen wir uns das nur mal an, was jetzt mit den Feldern zu tun hat, dann gibt es also auch Untersuchungen, wo man dann feststellen kann, wie reagiert wer denn auf was. Wenn man einfach mal uns nur als subjektives menschliches Empfangsorgan nimmt. In der Akustik würde man das als Psychoakustik bezeichnen. Ich bezeichne es als Psychoelektrotechnik, weil warum darf das als anerkanntes, seit Jahrzehnten existentes Feld in der Akustik existieren und in der Elektrotechnik nicht, wenn man nicht übers Gehör irgendwas nicht hört, einen Verdeckungseffekt hat, gibt es denn das auch in der Elektrotechnik? Vom Körper, wenn ich eine Schwingung habe, die dann verdeckt wird durch eine andere, höre und die Information damit zum Erliegen kommt, so kann auch der Mensch unter bestimmten Bedingungen mit irgendwelchen Vorrichtungen, meinetwegen mal besser, mal schlechter einatmen können, sich schwitzend irgendwo aufhalten und so weiter und so fort. Also es gibt da jede Menge Zeug. Das ist ein altes Bildchen. Ich will jetzt eigentlich auf etwas eingehen. Ja, ich habe noch 5 Minuten Zeit, wenn ich die offizielle Zeit nehme, 3/4 Stunde. Dann zeige ich kurz diese Bilderchen, mit denen ich seit Jahren, genau gesagt seit 23 Jahren, mich versteckend herumtreibe und bis vor kurzem gedacht habe, naja, ich gehöre auch in die Abteilung Esoterik, die Wissenschaft lacht nur über mich, aber diese komischen Dinger hier, die haben es in sich. Und das zeige ich Ihnen jetzt gleich. Wenn ich die auf irgendeinen Strom richte, auf irgendein Gerät, wie jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt mal einen kurzen Spontanversuch. Ich habe nämlich vorhin herausbekommen, dass hier dieser Schalter das Licht an- und ausmacht. Dann haben wir die Wand da hinten, dann haben wir das da, genau. Das ist es, die Beleuchtung. Ich stelle jetzt das Rohr mal hin, achten Sie mal auf Ihre Einatmung, wie Sie sich jetzt fühlen. Und auch die Temperaturempfindung. Einfach mal vergleichen. Ich stelle das Ding jetzt hier drunter. Was passiert jetzt nach ein paar Sekunden? Atmen Sie einfach mal ein. Das klingt jetzt komisch, was ich Ihnen da sage, aber haben Sie nicht ein Gefühl, als ob es jetzt komischerweise ein bisschen kühler wird? Ja, das stimmt. Ach was. Also wenn es nur 50% eher hier wahrnehmen, dass es kühler wird,
dann ist das genau der Effekt, von dem ich jetzt spreche, dass Ihr Körper sagt, ach, jetzt kann ich mich entspannen. Ich lasse das Ding jetzt hier stehen, ich kann es auch wegnehmen, ich nehme es mal kurz weg, dann wissen Sie, wie es die ganze Zeit jetzt gegangen ist. Jetzt bricht es zusammen, es wird wärmer und es wird rauer, man fängt so schwitzen an, die Hände werden so feucht, so komisch. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt. Das ist Elektrostress, den wir hier die ganze Zeit haben. Ich stelle nur dieses komische Ding hier hin. So, jetzt lasse ich es da stehen, damit Sie noch weiter schön den Vortrag genießen können. Das ist dieser Effekt, den ich vorhin beschrieben habe. Und das Interessante ist, ich gehe jetzt mal weiter, ich kann die Bilderchen zeigen, wo war es wie. Wir haben also jetzt kommt praktisch die spannende Ecke, wir haben Zelltests gemacht, weil ich mir gesagt habe, durch eine Connection, Herrgott nochmal, wenn das wirklich funktioniert, dann muss doch das irgendwie unbeeinflussbar irgendwo funktionieren, dass ich meine Wirkung nachweisen kann, dass es nicht immer nur irgendeine Einbildung von mir ist oder von irgendwelchen Leuten, weil damit muss ich jedes Mal das Gleiche sagen, ja, atmen hier dies und jenes. Nein, ich möchte irgendetwas in der Hand haben, was Ihnen zeigt, die Sache funktioniert. Wir haben Zelltests gemacht mit humanen Zellen und in unterschiedlicher Art und Weise. Beispielsweise parallel habe ich auch noch eine LED-Funzel drauf gerichtet. Das ist eigentlich das spannendste Resultat, aber das hebe ich mir auf bis zum September. Aber Sie sehen schon, hier haben wir diese komischen Rohrsysteme. Wir haben also praktisch diese elektrischen Verbraucher oder ein Decktelefon bestrahlt oder draufgerichtet oder die Stromversorgung versehen mit diesem Rohrsystem. Das Ergebnis, das Interessante, war eben das hier. Ich versuche nur zwei Grafiken mal rauszunehmen. Sie sehen hier unten, hoffentlich einigermaßen zu lesen, steht Kontrollzellen. Also rot ist immer die Kontrolle. Das heißt, wir haben zwei Zellpakete ausgelegt. Und zwar nicht nur eine Probe, sondern immer 14 Proben parallel laufen gehabt. Damit sind wir schon im Signifikanzbereich. Haben das aber immer wiederholt. Damit sind wir im Hochsignifikanzbereich. Also reproduzierbare Messergebnisse. Allein schon dieser Haufen von Messergebnissen würde als solches schon das wiedergeben. Das bedeutet, hier haben Sie ein Decktelefon, Sie können es lesen. Kontrolle, die Zellvitalität geht runter auf ungefähr rund 500, da oben sind wir bei über 1000. Das ist ein Messwert. Nehmen Sie ihn einfach mal zur Kenntnis. Müsste jetzt Professor Dasch was dazu sagen, aber Sie können es ja nachlesen oder was auch immer, kein Thema. Nehmen Sie es einfach mal zur Kenntnis. Und dann nimmt man so ein Rohr. Und das Ganze ist mehr oder weniger weg. Der Schwung nach 24 Stunden Expositionszeit, sagen die Zellen, da war ja fast kein Decktelefon vorhanden. Und vorher werden teilweise die Zellen sogar abgetötet, weil das Ding so nah dran war. Also hier sehen Sie noch ein paar andere Versuche und da kommt wieder das Gleiche raus. Sehen Sie das? Das ist eine statistische Streuung von 3,4% noch ein bisschen hin und her. Aber das Ergebnis ist der Hammer auf den Punkt gebracht. Ich habe selber damit nicht gerechnet, muss ich sagen, sondern mit weniger. Ich weiß aber aufgrund der Tatsache, diese Ursache, dieses Versuchsdesign haben wir für eigentlich eine andere Firma realisiert gehabt, ein Konsortium, um herauszufinden, wie man denn eigentlich so, ich sag mal, esoterik anhauchende Produkte mal wissenschaftlich sauber untersuchen kann. Und ich weiß, dass leider Gottes die Konkurrenz das nicht so gut kann. Blöd gelaufen. Ich darf das hier in der Schweiz sagen. In Deutschland würde ich schon wieder irgendwelche, was auch immer, hinter mir herrennen haben, die mich erschießen für so eine Aussage. Aber in Deutschland ist ja immer alles anders geregelt. Ob es besser ist, überlasse ich Ihnen. Hier steht nur ein Zertifikat. Der Mensch, der Dasch, hat also die Zulassungsqualität für Lebensmittel, für Bioarzneien und sonstige Arzneimittel. Wenn der sagt, mit seinen Zellen darf eine Medikation durchgereicht werden. Ich habe das Zertifikat für dieses komische Rohr. Und da steht drin, bis zu 98% verschwindet der Spuk von so einem Decktelefon zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, das ist kein Spuk mehr. Und vor zwei Tagen habe ich das hier noch als Urkunde bekommen. Wir werden sogar vom Freistaat Bayern für das nächste Forschungsprojekt gefördert. Das ist für mich ein Novum. Das ist, dass da irgendwas unterstützt wird, das zeigt die Qualität dessen, was wir anbieten. Ja,
also wie auch immer, da bin ich ehrlich gesagt jetzt nach 23 Jahren Dauer-Esoterik abgestempelter Forderung, dass dann mal ein bisschen was zustande kommt. Ja, wenn man ja 110.000 Leute hat, in München im Zentrum, Münchner Marienplatz, eine 110.000 Voltleitung bearbeiten will, dann schaut das so aus. Komisch. Und das Zeug, das ist jetzt seit 17 Jahren im Einsatz, funktioniert immer noch. Also Sie können diese Dingerchen, die ich da hinten aufgestellt habe, die können Sie mit auf eine Flugreise auf die Malediven nehmen, wo Sie gerade hin sind. Sie haben immer eigentlich das dabei, was Sie brauchen. Dummerweise muss ich halt jetzt auch mal was verkaufen. Referenzen könnte ich Ihnen genügend zeigen, will ich jetzt gar nicht. Ich will noch zum Abschluss ein paar Schmankerl zeigen, beziehungsweise Ihnen noch etwas Letztes zeigen. Ich habe das schon mal gemacht. Wir haben hier nämlich einen schönen Magneten. Jetzt brauche ich irgendwas. Ich zeige, dass eine Kugel magnetisch ist. Ach, das ist ein Magnet. Ja, eine Magnetkugel. Hier. Ja, wie auch immer. Ist nicht. Wenn ich da mache, schnipp. Ja, also das hier ist eine Magnetkugel. Wenn ich jetzt, ich erlaube dir das in die Hand zu drücken, hier sowas durchfallen lasse, passiert nichts, fällt also diese Stahlkugel einfach durch. Ja, gut, hast recht. Jetzt passen wir mal hier auf, was da passiert. Und dieses Kupfer hat es in sich, es wird bei uns verwendet. Ah, es braucht Zeit. Das nennt man Lenzsche Regel. Und genau das passiert in diesem Grundprinzip, was ich da habe in den Rohren. Ich nutze praktisch den Hohlleiter eines Kupferrohrs aus. Kesche sagt ja auch, dass eigentlich der Kupfer nur ein Träger ist, dessen mit dem gekoteten Oberflächenmaterial und so weiter, sodass also in dem Rohr drinnen alles Mögliche passieren kann. Ob man jetzt nun auch die Sachen mit der Alufolie nimmt, also innen drinnen, innerhalb von diesen Rohren oder in dieser Alu-Geschichte vom ersten Redner heute, Herrn Dr. Florian, komischerweise hat er anscheinend meinen Vornamen erwischt. wie auch immer. Aber es ist schon nett, wahrscheinlich haben wir uns bei der Geburt abgesprochen, dass wir heute hier zusammen auftreten dürfen. Jedenfalls zeige ich Ihnen jetzt noch ein paar lustige Sachen. Ich habe also hier alles Mögliche noch dabei, nebst dem offiziellen Messergebnis von Dr. Klaus Vollkammer mit den Rohren. Das ist nämlich auch was Neues. Die Konkurrenz hat das nicht hinbekommen. Das nämlich hochsignifikant, das ist der Ausdruck von Dr. Vollkammers Messergebnis, diese Rohre einen neckentropischen Effekt in Gang setzen. Wer sich da auskennt, weiß genau, was das zu bedeuten hat. Heilung und dergleichen mehr. Das bedeutet, blöderweise, ich weiß es eben, dass die Konkurrenz das nicht hinbekommen hat. Also in dem Sinne gibt es eine aus Deutschland, in der Gegend von Rosenheim, die beispielsweise den gleichen Versuch machen wollten. Da kam nichts raus. Da kam was raus. Also ich sage ja, ich muss mich anscheinend daran gewöhnen, dass ich diese Dinge irgendwo, ich sag mal jetzt, verkaufen muss. Das Netzjournal hat über diese Idee der Grundtechnik, dass man da irgendwo in so ein zylindrisches System was reinbringt, auch schon mal was berichtet. Man muss es halt noch abändern. Dann ist das ein kleiner Energiegewinner.